Mund abputzen, weitermachen. Der BVB will zurück in die Erfolgsspur mit dem Support im heimischen Signal Iduna Park. Und wir schalten schon mal rein ins schwarz-gelbe Wohnzimmer. Jawohl, und hinter mir sollen am Sonntag vor über 80.000 Zuschauern der nächste Dreier eingefahren werden. Und heute bei mir zu Gast der Teamarchitekt schlechthin, Michael Zorc. Gebürtiger Dortmunder und Gesicht des Vereins, Michael Zorc. Von der A-Jugend bis zum Gewinn des Weltpokals stellte der BVB-Rekordspieler sein fußballerisches Können über 20 Jahre lang in die Dienste seines Clubs. Der Hartplatz des TuS Evin-Lindenhorst, das Sprungbrett nach ganz oben. Sein einziger Vereinswechsel, der Weg zu Borussia Dortmund. Niemand bestritt so viele Spiele für die Borussia. Niemand schoss so viele Tore. Niemand trug länger die Kapitänsbinde. Seit mehr als 20 weiteren Jahren verantwortet er den sportlichen Bereich. Seine persönliche Erfolgsvita, 5 deutsche Meisterschaften, 3 Pokalsiege, Champions League und Weltpokalsieger. Dazu die Vertragsverlängerung bis 2021, Identifikation und Treue, Werte, die dieser Mann lebt. 40 Jahre, ein Verein, ein Leben in Schwarz-Gelb. Ja, schöne Bilder. Michael, schön, dass du dir Zeit genommen hast, zu mir hier ins Studio zu kommen. Ja, wir haben es gerade gesehen. 40 Jahre Borussia Dortmund, über 40 Jahre. Ich wusste nicht, als ich zugesagt habe, hier hinzukommen, dass es direkt mit so einer Lobhudelei hier startet, die ja, Sendung. Ja, dafür also, hast du es schön genossen. Na, hast du ja auch verdient. Also ehrlich müssen wir ja auch sein. Ist es mittlerweile Alltag für dich, zu Borussia zu gehen, oder ist vielleicht auch noch ein bisschen was Besonderes? Ach ja, natürlich hast du deine Routine in dem Job, wenn du das jetzt, ich mache es jetzt mittlerweile über 20 Jahre, habe ich gerade auch bemerkt. Aber durch den Kontakt mit den Leuten wirst du tagtäglich eigentlich daran erinnert, dass Borussia Dortmund etwas ganz Besonderes ist. Und dann und das ist natürlich auch ein besonderer Reiz, hier für diesen Club zu arbeiten, bei dem man schon als Junge drüben, da war sie allerdings noch nicht so groß, wie es jetzt ist, auf der Südtribüne gestanden hat, wo du dann hinterher auf dem Feld gestanden bist und Meisterschaften geholt hast. Und dann jetzt hier weiter dann auch die Geschicke mitzuleiten, das ist ein großes Privileg, das weiß ich zu schätzen. Ich habe jetzt auch genau hingeschaut, du hast dich ja in den Jahren kaum verändert. Ne? Ja gut, so ein bisschen rundlicher ist alles geworden. Und obwohl du schon seit 40 Jahren hier bist, wollen wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Jetzt gibt es den Abstauber. Einfach ergänzen die Sätze, die ich dir vorgebe. Wenn ich als Sportdirektor noch einmal mit dem Corso um den Borsigplatz fahren darf, dann? Dann ist das eine schöne Sache. Als aktiver Spieler würde ich einem Verein auch in der heutigen Zeit ewige Treue schwören, weil? Ja, weil eben eine besondere Identifikation mit diesem Club und mit dieser Stadt vorhanden ist. Wenn ich irgendwann das letzte Mal durch meine Bürotür beim BVB gehe, dann? Dann sage ich Tschüss. Na, das glaube ich nicht. Dafür kenne ich die auch zu gut. Was soll ich denn sonst sagen, wenn es auch das letzte Mal dann ist? Ja? Dann würdest du sagen, ja, dann hätte ich gesagt, mit Wehmut auf die letzten Jahre. Ja, das ist ja was anderes, aber trotzdem sagst du dann Tschüss erstmal, relativ sachlich. Ne? Da bist du nicht sachlich. Jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer blicken auf deine Karriere. Das Aus im Pokal, oder auf die momentane Situation so. Das Aus im Pokal, das 0-3 in der Champions League gegen Tottenham, die Rückschläge in der Bundesliga gegen Hoffenheim und Nürnberg. Wie bewertest du die Situation im Moment? Kurzfristig tut das weh und ist ärgerlich und ist enttäuschend für uns alle, dass wir jetzt, glaube ich, wettbewerbsübergreifend 5 Spiele nicht gewonnen haben. Insbesondere natürlich ein Aus im DFB-Pokal, weil es einfach nicht wieder gut zu machen ist.
3:0 in Tottenham, ärgerlich, wie es zustande gekommen ist, weil wir eigentlich in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel abgeliefert haben, in der zweiten nicht mehr stattgefunden haben, dumme Gegentore kassiert haben. Aber das ist noch ein bisschen weg, aber da bin ich weit davon entfernt aufzugeben. Wir haben vorher gesagt, das ist ungefähr auf Augenhöhe. Und wenn du dort 3:0 verlierst und 3 Tore bekommst, warum sollen wir nicht auch hier 3 Tore schießen? Wir haben gegen Atletico Madrid 4 geschossen hier im eigenen Stadion. Also das ist aber, das kommt noch. Aber da sind wir weit davon entfernt aufzugeben. Und in der Bundesliga tun schon die letzten 2 Ergebnisse, die tun weh, weil du einfach Punkte, ja, ich will nicht sagen verschenkt hast, aber doch leichtfertig abgegeben hast. Wenn du hier 3:0 gegen Hoffenheim bis zur, ich weiß nicht, 75. Minute führst, dann muss das Spiel wie auch immer mit 3 Punkten nach Hause gefahren werden. Und auch in Nürnberg ist uns dann am Ende vorm Tor nicht so viel eingefallen. Und das hätten wir auch irgendwie geartet gewinnen müssen. So, das ist die kurzfristige Betrachtung. Das drückt jetzt so ein bisschen auch natürlich, merkt man überall so ein bisschen auf die Stimmung. Aber wir sind ja noch Erster, ne? Aber ja, ich habe das gerade, wenn man es mal jetzt über einen längeren Zeitraum betrachtet und auch bewertet, dann muss man ja auch klar sagen, gucken wir auf die Tabelle, ist Borussia Dortmund Tabellenführer, hat immer noch einige Punkte Vorsprung. Darüber hinaus, wir haben in der Liga 1 Spiel verloren bislang. Ja. Ja, wir haben den, ich weiß nicht, gefühlt ist das für den einen oder anderen viel mehr gewesen. Ja, zuletzt, aufgrund der Ereignisse zuletzt, aber wir haben nur vor Weihnachten in Düsseldorf das Spiel verloren. Und insbesondere der Trainer tut das nicht gerne, aber wir als Club auch nicht. Wir suchen nicht gern nach Ausreden und Alibis, aber wir sind jetzt ja auch nicht so aufgestellt wie ich weiß nicht, Man City oder so, von der Kaderstärke oder der FC Barcelona. Das heißt, wenn bei uns wichtige Eckpfeiler ausfallen, dann können wir das immer 1 Spiel, 2 Spiel, vielleicht auch das 3. Spiel noch kompensieren. Nur in der Summe, wie sich das dann jetzt auch seit Dezember quasi darstellt, dass erst viele Innenverteidiger ausgefallen sind. Zuletzt konnten Paco und Marco nicht spielen. Das sind 25 Tore, die uns da fehlen. Und Lukas Piszczek, der immer für eine gesunde Balance in der Mannschaft sorgt, fällt jetzt auch schon mehrere Wochen aus. So, das sind natürlich, das sollen jetzt keine Alibis sein, sondern sind Erklärungsansätze. Das ist ein Baustein, warum wir vielleicht im Moment nicht nochmal die Sterne vom Himmel spielen, so wie wir das teilweise im Herbst gemacht haben. Jetzt bist du ja auch oft in der Kabine bei den Jungs. Was sagst du denen, um sie aufzubauen? Ja, das ist, die Jungs sind eigentlich gut drauf. Ich war heute Morgen noch beim Training und die glauben an sich und da ist eigentlich eine sehr positive Grundstimmung in der Mannschaft, auch untereinander, was sehr wichtig ist, sonst wären auch die Leistungen vorher nicht möglich gewesen. Aber auch jetzt auch im Hinblick auf die nächsten Wochen sind die sehr, sehr optimistisch gestimmt, dass wir auch wieder den Ball ins Tor kriegen und wieder auf die Erfolgsstraße zurückkehren. Und wir haben eben Bayer Leverkusen jetzt hier zu Hause als nächsten Gegner. Das ist natürlich unser Anspruch. Und die stellen sich auf keinen Fall hinten rein. Nein, das wird ein anderes Fußballspiel. Wir kennen ja auch Peter Bosch, von hat er eine sehr offensive Ausrichtung auch oft, und das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und am Ende ist entscheidend, wer dann auch sein Spiel besser durchsetzen kann. Also wir. Widersprecht ihr ja nur ungern. Ne? Vor der Saison wurde ja der Neustart so auf 2 Jahre angelegt. Gerät das vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit, nachdem die Hinserie so gut gelaufen ist? Ja, also für uns nicht, aber es ist, also ich mag es nicht, wenn Dinge gut greifen und sich entwickeln, dann so künstlich zu bremsen. Ja, also natürlich müssen wir immer eine vernünftige Bewertung für uns dann auch beibehalten. Aber diesen Club zeichnet ja auch aus, dass drumherum im Umfeld, bei den Fans und bei allen, die dazugehören, die mit uns sympathisieren,
auch eine Dynamik entsteht. Das ist eine besondere Kraft, die dieser Club dann auch hat und der dich dann auch weiter nach vorne pushen kann. Deshalb mag ich gar nicht zu sehr zu bremsen, sondern einfach nur mal die Sache zwischendurch mal wieder richtig einzuordnen, mal langsam, weil dass wir jetzt da stehen, wo wir jetzt stehen. Ich glaube, wenn uns am 1.7., wenn wir hier die Sendung gemacht hätten und jetzt, wie möchtest du, wie viel später haben wir, 22. Wo möchtest du da stehen? Oder ich biete dir an, ihr seid mit 3 Punkten Erster vor Bayern München. Hättest du sofort eingeschlagen. Herr Norbert, welche Pillen nimmst du? Setz das mal ab, hätte ich gesagt. Ja, also ja. Nimm was anderes. Ja, also das ist doch im Moment ein schöner Zustand. Wir müssen jetzt nur sehen, dass wir schnell wieder in diese Erfolgsspur kommen und dazu benötigen wir einfach die Spieler, dass die dann auch zurückkommen, gerade diese wichtigen Spieler, Akanji, der ja in der Hinrunde unser Abwehrchef gewesen ist, Marco unentbehrlich für die Mannschaft, wir brauchen Paco in einer ordentlichen Verfassung, der dann auch die Tore schießt, Piszczek als wichtiger Balancefaktor und Mann mit Erfahrung und das haben wir zuletzt nicht gehabt. Drücken wir einfach die Daumen, dass sie schnell wieder fit werden. Ja, seit nunmehr 20 Jahren verantwortest du als sportlich Verantwortlicher die Geschicke des BVB. Am Ende hast du immer eine schlagfertige Truppe zusammengekriegt, natürlich auch in diesem Jahr. 09 Neuzugänge holte Michael Zorc in dieser Saison zum BVB. Mal wieder beweist der schwarz-gelbe Teamarchitekt, dass mehr als nur ein Gerüst gebaut wurde. Den Grundstein in der Defensivreihe bilden Abdou Diallo, der von Mainz zum BVB kam, und der von Real Madrid ausgeliehene Achraf Hakimi. Im Tor ein echter Rückhalt, Marvin Hitz und Erik Oehlschlägel. Sie zwingen Roman Bürki zu Höchstleistungen. Der Bauplan ein langfristiger. Im Winter verpflichtet der BVB den argentinischen U20-Nationalspieler Leonardo Balerdi, 19 Jahre jung. Auf der Doppel-6 Axel Witzel und Thomas Delaney. Eine Achse mit Erfahrung, die tragende Säule. Auch das Mischverhältnis stimmt, denn Spieler wie Marius Wolf sind zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Und vorne stürmt Paco Alcácer. Nach einem Mietvertrag folgt die langfristige Bindung des Spaniers. Ein Plan, angesetzt auf 2 Jahre. Doch schon jetzt ist es ein bemerkenswerter Neubau. Ja, du beweist jedes Jahr immer wieder ein goldenes Händchen, Witzel, Delaney, Alcácer, Hakimi, wir haben es gerade gesehen. Woher buddelst du ihr die jungen Talente immer wieder aus? Ja, das ist gut, dass man das dann auch mal jetzt klar und richtig stellen kann. Das ist ja schön, wenn du mich immer ansprichst. Na klar, am Ende bin ich auch verantwortlich dafür, aber da steht natürlich mein Team dahinter, meine Scouting-Abteilung dahinter, die hervorragende Arbeit leistet, eigentlich seit vielen Jahren immer wieder den Bedürfnissen entsprechend auch Lösungen findet und auch präsentiert. Und wir sind da ein gut eingespieltes Team da wir trauen uns, deshalb sind wir auch nicht bange, wenn uns mal ein Spieler verlässt, dass wir da auch mit der nötigen Zeit, die man natürlich braucht, dann auch immer wieder einen Ersatz finden kann. Es darf nur nicht, wie es in manchen Jahren war, zu geballt kommen. Das heißt, dass dir 2, 3 wichtige Eckpfeiler wegbrechen. Ich denke an das Jahr Hummels, Mkhitaryan und Gündogan sind in einer Periode gewechselt. Das ist natürlich schwer am Ende dann auch gleichwertig zu ersetzen, eigentlich fast unmöglich. Aber ansonsten leisten die Jungs da bei mir im Backoffice oder besser gesagt auf den Plätzen hervorragende Arbeit. Und es ist auch hier mal die Möglichkeit, da Markus Pilawa als Chefscout und seinem Team ein großes Kompliment auszusprechen. Habt ihr natürlich auch Leverkusen gescoutet, denke ich, oder euch angeschaut. Ist es ein Vorteil, dass ihr die Spielphilosophie von Peter Bosch jetzt kennt? Glaubt ihr, dass er mit der gleichen auch hier antritt?
Ja, man konnte es ja gestern noch sehen oder in der Euroleague noch sehen gegen Krasnodar, dass er seine Grundphilosophie ist halt, dass er eine Mannschaft haben möchte, die selbst den Ball besitzt, die sehr nach vorne spielt, die auch sehr hoch presst. Grundsätzlich ist es so, wenn jetzt Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga spielt und da hat nicht gerade ein Trainerwechsel stattgefunden oder es ist nicht gerade der erste Spieltag, ganz ehrlich, so viele Geheimnisse gibt es da nicht mehr. Also, nee, das ist stimmt, auch nicht weit auseinander. Das ist, glaube ich, die 80. Ja, und du hast das dann x-mal gegeneinander gespielt und kannst sie jeden Samstag in der Bundesliga beobachten. Also nein, es kommt darauf an, wer sich am Ende mehr durchsetzt, sein Spiel durchsetzt, seine Stärken durchsetzt, aber natürlich auch, und das hat uns ja auch in den letzten Wochen ein wenig auch die Punkte gekostet, wer weniger Fehler dann auch macht in der Defensive. Ja. Du warst heute Morgen beim Training, hast du gesagt, sind die Jungs heiß, sind die bereit? Wollen die 3 Punkte holen? Haben sie da vielleicht auch ein bisschen Abholbedarf? Ja, natürlich. Das ist ja doch jetzt für uns auch schon eine nicht normale Zeit, wo wir nicht gewonnen haben. Und die sind heiß, jetzt in den nächsten 3 Jahren wieder einzufahren, vor der Südtribüne zu stehen, sich dann auch den verdienten Applaus abzuholen. Leider wird es für Lukas Piszczek und für Marco Reus noch nicht reichen, jetzt fürs Wochenende. Das ist keine gute Nachricht, die ich hier mitbringe, aber geht noch nicht. Schade. Wir müssen es auch so schaffen. Ja. Ihr werdet das schon irgendwie richten. Jetzt kommen wir zu einem schönen Spielchen, Dönerkes mit Fritz. Fritz erzählt uns Geschichten. Ja, was ist das? Die sind nimmer. Ach so. Die Geschichten sind wahr oder gelogen. Ja. Gelb ist für wahr und schwarz ist, wenn du glaubst, Fritz hat gelogen. Ja, unser Gast aus Leverkusen war ja schon des Öfteren Zweiter geworden und ist daher auch ab und an schadenfroh als Vizekusen betitelt worden. Das haben die Verantwortlichen dort zum Anlass genommen, sich diesen Titel Vizekusen beim Patentamt in München eintragen zu lassen. 3, 2, 1. Ach so, so wollten wir es machen. Ich habe das, glaube ich, auch irgendwo gelesen. Ja. Mal gucken, jetzt kommt der schlaue Fritz. Unglaublich, aber wahr, es stimmt. Leverkusen hat sich diesen Titel rechtlich schützen lassen. Würden sie heute gerne haben, ne? Das stimmt. 1-1. Petra Dahl macht bei den Heimspielen in der Farbenstadt die Ansagen zum Spiel und ist damit die einzige Stadionsprecherin in der Bundesliga. 3, 2, 1. Oh! Ja, du wirst doch deine Kollegin kennen, denke ich. Nee. Wie? Ich hätte es sonst... Ich kenne den nicht. Richtig. In den übrigen 17 Stadien haben die Männer das Sagen. 2-2, du Sack. Wieso Sack? 3-2-1 hoch. Leverkusen ist nach den Bayern und dem BVB der Club, der am längsten ununterbrochen bislang in der Bundesliga spielt. 3-2-1. Komm. Ja, los. Los. Unterschiedlich. In der Tat. Nach den Bayern, die 1965 auch mal aufgestiegen sind, und dem BVB, der 1976 wieder aufstieg, ist Leverkusen seit 1979 ununterbrochen erstklassig. So, schauen wir mal auf den momentanen Zwischenstand. 44 zu 38, kommt für dich jetzt nicht überraschend, ne? Das ist aber viel Unwissende hier gehabt. Deine Spieler. Das auch. Ja. Sehr schön. Und unser Gast bringt natürlich immer ein Geschenk mit, welches ihr ersteigern könnt. Also einfach auf Shop gehen, dann auf Auktion. Und nächste Woche könnt ihr, jetzt passt mal auf, dieses Bild ersteigern. Ein ganz besonderes. Kannst du da was zu sagen, Michael? Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe dir
ein Bild von meinem ersten Transfer mit. DD war auch nicht der schlechteste, rückblickend betrachtet. Natürlich hier ein Bild von seiner Verabschiedung, wo er sich so ein bisschen als Heulsuse präsentiert. Aber ansonsten war das natürlich ein super Junge. Und der ist ja heute noch sehr oft in Dortmund und besucht uns bei den Spielen, spielt in unserer Legendenmannschaft. Toller Fußballer und ganz toller Mensch. Super, das Bild ist jetzt unterschrieben und ja, wir können uns ja mal anhören, was DD so zu Michael Zorc sagt. Es ist schön, in diesem Video über dich zu sprechen. Also ein erster Transfer als Manager nach meiner großen Karriere von Borussia Dortmund als Spieler. Ich bin jeden Fall nicht der Beste, aber es war kein schlechter Transfer und das freut mich sehr. Also. Und das war eine sehr schöne Zeit, diese 13 Jahre mit dir bei Borussia zusammen. Arbeit und heute die letzten 6 Jahre, kann man so sagen, bist du alleine der beste Mensch im Transfer in die Bundesliga und das freut mich sehr für dich. Alles, alles gut von seinen Brasilianern. Mach's gut, ciao, ciao. Der beste Manager bei Transfers, ja. Also ich meine, DD muss es wissen. Hat früher schon nicht immer die Wahrheit gesagt. Ja. So, jetzt sind wir fast am Ende. Wenn ihr aber noch nicht genug habt von unserem BVB, wir haben diese Woche aufgezeichnet Brinkhoffs Ballgeflüster. Dort hatte ich ganz besondere Gäste, Aki Watzke und Mario Götze. Wir schauen mal kurz rein. Wie war das eigentlich bei dir als junger Spieler? Warst du, hast du dich vorher erkundigt? Immer schon so diszipliniert oder hast du auch mal die Fünfe gerade sein lassen? Nee, ich war nie diszipliniert. Ich habe immer nur gemacht, was ich wollte. Ich war der Schrecken eines jeden Trainers. Wenn der versucht hat, mir Disziplin beizubringen, habe ich sofort versucht, ihn von hinten abzusägen. Und ich habe auch mein ganzes Leben lang nur 10 gespielt und das aber auch so interpretiert, dass wenn ich den Ball, was öfter vorkam, verloren hatte, alle anderen damit beauftragt waren, den wieder ranzuschaffen, um ihn dann aber auch sofort wieder zu mir zu spielen. Das ist unser Aki, ne? Ja, so wie man ihn kennt. Ne? Ja. Aber wirst du dir das sicherlich auch anschauen, oder? Bitte? Das wirst du dir sicherlich anschauen. Ja, absolut. Ja, ja, ja. Brinkhoffs Ballgeflüster, auf jeden Fall reinschauen. Das war's. Ja, ich habe verloren mal wieder, aber damit kann ich leben. Dafür gewinnt die Mannschaft am Sonntag. Drückt die Daumen, egal wo ihr seid, im Stadion, beim Netradio oder bei Sky. Michael, vielen Dank, dass du hier warst. Und nochmal Glückwunsch. Das ist einer der wenigen, der mich in diesem Jahr geschlagen hat. Unser Sportmanager, der Weltbeste. Komm, lass es jetzt. Also, tschüss. Tschüss. Na?